Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir den Alltag des Gefängnisses ein bisschen durchlebt. Ein bisschen uns mit der einen hier gut gestellt. Also mit Gondor. Und ja, so langsam aber sicher wollen wir den Ausbruch aus dem Gefängnis planen. Keine Ahnung, warum die Kamera gerade so rumspackt. Und ja. Dafür haben wir gleich wahrscheinlich wieder eine Sequenz vor uns. Das heißt, ich packe mich jetzt schon mal aus dem Bild und lassen den Ausbruch beginnen. Beds here are awful. I barely slept a wink. Müssen noch mal die Arbeit über zergehen lassen. Na, Shania? Wie geht's denn so? Ja, hoffen wir es mal. I wonder what the boss man's gonna have to say today. Oh, it's gonna be great. You know it. Oh, hier steht Gondor. Sie hat gute Laune, wie immer. Warum überrascht mich das nicht? War doch klar, dass sie dafür bestrafen. Dritter Gefängnistag. Ja geil, ruhige Giraffen muss ich drei erledigen. Ja, wir sehen uns, nachdem ich die dritte erschlagen habe, würde ich sagen. Aber erst noch zu Ende reden lassen, natürlich. Do we seriously have to keep doing this? We're just about ready to blow this joint.
I'm not exactly fond of it either, but we can't afford to make the guards suspicious. It's Garaffas that we're supposed to be thinning out, right? Yes, Mom. Taking care of dumb jobs is what us model prisoners do. So, letztes Vieh ist down. Ja, klingt nach einer guten Idee. That's us. Okay, guys, take out the guards. Ah, yes, the illustrious plan. You're still whinging about that? Yes, I am. It's all so messy. You would say that. Hey, if it gets the job done, what's the problem? Assuming it works. It will. We're gonna make it work. Come on. Whatever you say. Das war ja mal ein kurzer Gefängnistag. All right. So now we deal with the sentries as planned. Yeah, we've got to make this plan a success or else. I don't want to do this, but you're in our way. So jetzt darf ich endlich Synchro machen, ne? Ah, endlich kann ich richtig kämpfen. Das habe ich schon vermisst. Ich mag diesen runden Begrenzungsangriff, ne? Gern geschehen. Und tot. So, bei Wachturm Nummer 1. We're meeting Gondor outside Watchtower number 1. Lass die mal reden. Right. It should be back along the route we took yesterday. Huh. War bereit, dass eine Sequenz kommt. Da bin ich gespannt. Ich wusste es doch, dass Gondor ein Held ist. Also, ihr wisst, was ich meine. Was für eine ist sie denn? Ach, falsche Taste. Ich bin so immer wieder von anderen Spielen so gewohnt, auf Pluspause zu haben. Ein Zordesfaust. Kampfkünstler. Es ist schön, dass Mutter, Tochter beides Helden sind, ne? Und ich muss nochmal 12 Wachen fertig machen. Okay, wir sehen uns, nachdem ich die Wachen platt gemacht habe. Obwohl, nee, doch noch nicht. Ich will zumindest den ersten Kampf mit Gondor einmal haben.
Danach sehen wir uns erst nach Ende der Gegner wieder. Ich kann ja Gondor ein bisschen beobachten. Ja, sie ist definitiv eine Boxerin. Ja gut, jetzt sehen wir uns auf jeden Fall, nachdem ich die Wachen fertig gemacht habe. So, das war der letzte. Übrigens nicht wundern, ich habe jetzt währenddessen ein paar Rang-Ups gerade gemacht und dabei gemerkt, dass Mio hier den Yamschmied abgeschlossen habe, deswegen habe ich hier mal hier den Budget hier gegeben. Macht jetzt auch nebenbei Heilung, haben wir so 3 Heiler dabei. Wollte nur, dass ihr da Bescheid wisst. Dass ich jetzt nebenbei gewechselt habe, weil sie halt fertig mit dem Job war. Noch mehr. Ich freue mich schon drauf, selber diese Fäuste anzuhaben. Leute, ihr wisst selber, dass ihr nicht lang leben werdet. Ich sag mal so, aus einer Angriffskette werdet ihr es wahrscheinlich sowieso kaum mitbekommen, dass ich das bei ihr gewechselt habe. Den Sanitäter zuerst. Ich könnte noch keine Heilung da lassen. Soweit kommt's noch. Guckt, sind ja jetzt schon fast tot. Die leben hier halt nicht sonderlich lang, ne? Oh, machen wir mal eben kurz den da weg. So. I'm on it. Lance? Right, yeah. Well, shit! So much for us giving you backup. What a joke! All right, all of you, let's bust this joint. Mom! Aye. That design. They're the castle guard. What the spark? I thought they were supposed to be away doing their bloody training. An ambush. Gondor. This ain't an accident. Means one of you bastards snitched. Shania? No! How could you? You bitch! Answer her! What is it? Head's pounding. Such
such foul-mouthed creatures. She was right to sell you out. Wait. We've seen him before. He's back again. She made a choice, which will result in one of the best outcomes one could have hoped for. I don't see how. Of course, it's quite unfavorable for your little band of heroes. You're throwing the levs at us? Bring it. Been wanting to smash something up? Not so fast, boy. Your luck, well and truly, came to an end. On the day you chose to stand against M and N. Noah and Mio. But how? Those Mobius were Noah and Mio. What's going on? How is this? Who is this guy? It's not just that he looks like me, but he's Mobius. And then there's... We have the same face. Shania. Now there's the look I wanted to see. The look of a woman buried under the weight of her misguided expectations. How could you, Shania? Why are you siding with them? You're with the city. The people here, they're your people. My people? These pawns? People that rush towards an early grave without any consideration for the lives of others are no bloody kin of mine! Pace of... This what you want? Oh, you've had it easy, my friend. The great Gernicker was your granddad, and your mediocre mother, the city elder. Oh, and let's not forget your Stella Ouroboros results. Of course you would have to ask that. You never did care about what I wanted. We're not the same at all. Sorry? You said that we were the same. But we're nothing like each other. You sure changed your tune. I'm seeing some newfound determination. You get a little pep talk from your friends, huh? Nobody gave me anything. It's because I'm part of the team. I'm only just starting to figure it out now. But I'm gonna change. Both me and this world. I won't let you. I'll never let that happen. If you stop us, everything's just going to stay the same! It won't stay the same! Shania! What's so natural about the life you want? A life you only get one shot at! At any point, someone could come along and tell you, okay, that's it, time to go! And who are you to say that life's worse? I know more than you! It's madness wanting a world like that! The best world for us is a world that at least gives us another go! We fail, we try again. We might even do better next time round! Shania, enough now. We're made to fight, to kill each other, every single day, just hoping to see another dawn. Either way, we're still fighting for survival, aren't we? Am I crazy? Am I saying something strange? 'Cause I don't think so.
I genuinely don't. Twenty on the right. 20 on the left. 10 in the middle. The Mobius, too. Petulia Bay? It's that way. Gondor. What? What are you... Head for the exfiltration point. Noah, wait. It's us they want to capture. I'm going to engage the Levnesses on the left-hand side. You can use that as a diversion. Shut the hell up! We'll make the diversion! You're too slow. Can't all make it out. However, a single unit should stand a chance. What are you guys gonna do? We fight, and worst case, we surrender. Let them hear us roar. Remember? Now, hold on! Now's the time. Ouroboros doesn't end with us. Right, candidate? Noah. Damn you! You'll do great. I know it. All right. We're breaking through. Distract them however you can. Gotcha! Ooh, can't forget the eye patch. Okay, das kam mega unerwartet. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass Shania uns verrät. Also damit habe ich null gerechnet. Warte, was? Wie ist Mio so instant gestorben? Wie ist denn das passiert? Die hauen mir noch auf die Mütze. Und du da rechts. Die kämpfen sich auch durch. Ich habe das Gefühl aber, dass die Möbius sich noch einmischen werden. Da habe ich sehr stark das Gefühl. Dass das so Kopien von denen sind, das konnten wir uns ja allein schon von der Stimme her denken, ne? Ich meine, sogar die Anfangsbuchstaben waren dieselben. Da war es eigentlich von vornherein klar, dass das so Möbius-Personen von denen sind. Wie das aber so ist, das würde ich trotzdem gerne wissen. Er muss ja irgendeinen speziellen Hintergrund haben. Schwankt mal eine Runde. Die Angriffskette ist halt so langsam ready, aber so wirklich was bringen würde sie uns jetzt trotzdem nichts mehr.
Mom, we'll handle this. Get through here and you're free. Quick! What? Yeah, screw that! Now I'm supposed to leave you behind as well? The Ouroboros candidates are our future. Come now. You must move. But why? It's the prism food. Gone and developed a taste for it. And the beds are actually halfway decent. It's fine. Don't you worry about us. Peggy! Okay. Move it! Don't look back! Gondor! Shania. This isn't over. You'll see soon enough. Thought we'd never make it, but this looks hopeful. I wonder. There's still a few left. Oh, yeah. And 2 Mobius. And all this without killing. Doubt we'll have such an easy time with these. Yeah, but we helped Gondor escape. Right. And that was priority number one. But other people all got left behind. This not huge mess? They'll be fine. Unlike us fugitives, they're useful assets. They can still surrender and be put to work again. Still, the more that can escape, the better. So, one last stand? Oh, yeah! Bring it! Such nonsense. Your idiocy knows no bounds. What's so funny? This suits me just fine. You will make an adequate feast. Mobius will savor every one of you. Rest assured. Talking about us like we're food? Well, sorry, mate, but we bite back! Right. You'll be going hungry today. We fought so hard for this. We're not giving it up. Not ever! Oh? You still intend to resist against these odds? Yeah. You think you can defeat me? We will. For us to move forward, we must. Very well. I will demonstrate beyond all doubt. There is no possible future for you in this world. Let me handle this. You want to? That's a surprise. I need to show them. Make them realize just how powerless they truly are. Just as we were once persuaded. Who are they? All right. Do as you will. Thank you, N. Yeah.
I need to know. Go on. Why? Why do you look exactly like we do? Who are you people? Well now. If you can defeat us in combat, you'll see for yourselves. The truth. Why it is we stoke the flames of war. I don't know that I can bear to hurt her. I can. She's Mobius. We have to win. Even if she does look like Mio. So then. Gloves off. Das wird ein schwerer Kampf. Mich wundert das halt auch. Warum steht eine zweite Mio vor uns? Also, wie gesagt, wir konnten ja schon irgendwo uns denken, dass das Kopien sind. Das Warum konnten wir uns nur nicht erklären. Machen wir sie fertig. Ich sehe in Finsternis. Wehrt die sich überhaupt? Es wirkt nicht so. What the hell? Wie sind jetzt alle hier so schnell gestorben? Ich habe das Gefühl, das ist ein Kampf, den soll man gar nicht gewinnen. Nur noch einer. Ich bin um die 15 Level über der. Und trotzdem hat sie 4 Leute gleichzeitig umgebracht. Die Angriffskette wird mir überhaupt nichts bringen. Die brauche ich gar nicht starten. Okay, wir sind tot umgefallen. Ich muss den Kampf gewinnen. Alter, warum ist mein ganzes Team in einem Rutsch umgefallen? Ich habe mich jetzt auch vorbereitet hier so, ja, wahrscheinlich darf ich den Kampf nicht gewinnen. Deswegen wollte ich mich jetzt extra umnieten lassen, weil ganz ehrlich, alleine mit einem Charakter kriege ich die nicht down. Oder zumindest brauche ich eine Stunde dann. Keine Ahnung, woran ich instant gestorben bin, ne? Wisst ihr was, Leute? Bei mir ist die Aufnahme jetzt schon weit über einer halben Stunde. Wir nehmen einfach diesen Screen, den wir gerade haben, und nutzen ihn als Abmod für diese Folge und als Einstück für die nächste Folge. Wir versuchen dann einfach bei der nächsten Folge sie umzunieten. Haben ja einiges erlebt und ich will nicht, dass der Part mal wieder eine Stunde lang wird, deswegen mache ich hier halt den Cut. Ich hoffe, ihr verzeiht mir den Cliffhanger. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Da kämpfen wir dann weiter gegen den Möbius. Bis dahin sage ich ciao.